Jo, hallo liebe Freunde hier bei Let's Play. Der Herr der Ringe, der Krieg im Norden mit mir im Partizan-LP und dem lieben... Sorg-LP! Ja, Sorg-LP. Hey, da rechts ist ein Türchen. Ja, warte mal, wir haben doch aber hier noch nicht alles. Wir haben doch hinten noch die Truhe, so. Die wir noch nicht dran machen. Ja, ja, ich wollte nur schauen. Ich dachte, es ist eine geheime Kammer. Ach so. Was war das für ein Schrei? Keine Ahnung. Das sind bestimmt irgendwelche kleinen Freaks wieder. Was wollte ich denn sagen? Ich hab's schon wieder vergessen. Truhe irgendwo. Oh! Ich hab einen Hammer. Ich hab nur Heil mit den Münzen und Pfeile. Ein Hammer, der macht sogar ein bisschen mehr Schaden. Super geil. Alter, das Teil, das sieht ja aus wie so ein Fleischhammer. Hey, ich hab da was gefunden. Das sollte sich als nützlich erweisen. Ah, du hast ein Geheimnis? Ja, ich hab ein neues Kurzschwert. Weil wenn ich hier irgendwas das aufmache, kann ich dann aber ist nicht das, verwenden. Hey, aber dann so ist es wenigstens für alle. Toll. Das Schwert, was ich gefunden habe, ist schlechter als das, was ich schon habe. Ah. Zahlt sich wieder aus. Das ist blöd. Oh, ihr habt neue Handschuhe. Boah, da findet man ja überall neues Zeug, aber die sind auch schlechter. Deine Handschuhe? Ja. Die, die ich gerade gefunden habe, die haben noch einen Kraft Warte, ich und 20 dir jetzt Geschicklichkeit. Was? Nehme ich neue Stiefel Schuhe. Aus der Bergschmiede. Ja. Nehmen. Vielen Dank. Wieso findest du immer so einen Krempel? Steht da extra drauf, dass das für Zwerge ist? Ja, ja, da steht dann Champion nur für Champion nur. Ah, okay. Aber so. Die sind nicht besser als das, was ich schon hatte. Aber danke trotzdem. Bitte gerne. Der will, egal. Hey. So. Du bist da drüben. Ja. Komm mal hingeschlingelt. Da ist was, da rechts ist. Genau. Ah, hier ist noch so ein Haufen. Ja. Mana. Aber du siehst schon fett aus mit deiner Kapuze. Ja, ja. Ich liebe solche Kapuzen, aber ich mag Rüstungen noch mehr eigentlich. Ah, vielleicht kriegst du ja auch noch eine fette Rüstung dann. Ich bin ja so eigentlich so. Ich mag Kreuzritterrüstungen. Sie haben uns erneut gefunden. Sie kommen! Was, Amulett des Soldaten. Oh, Amulett des Soldaten habe ich auch. Und Elbenstein der Betäubung. So, ich glaube, da kommt bald der neue Gegner. Ich muss ja schnell kurz das Amulett anwerfen. Es gibt plus 1 Ausdauer. Das ist ja super. Oh mein Gott. Checkpoint Charlie. Oh, oh Gott. Ach, Adler, die sind die gehören ja echt zu uns. Der Quahir, der Windfürst. Retten wir den Adler. Der arme Vogel. Gibt's aufs Gesicht. Toll, in dem Video habe ich eine Axt, obwohl ich einen Hammer habe. Wie witzig ist das denn? Jawohl. So gehört sich das. So, und jetzt, und jetzt wird's aufgeräumt. Volle Bude aufs Gesicht. Die hässlichen Kackstelzen. Wie hast du denn dann den Special Move gemacht eigentlich? Ich hab keine Ahnung. Ich drück dann einfach, wenn das, die, das Dreieck über denen gelb ist, gell? Da, dann schlägt er auch schneller zu, ne? Da drück ich dann die rechte Maustaste irgendwie und dann läuft das. Kann man den schon irgendwie retten? Ja. Nee. Ach, kannst du schon retten, ja? Ja, da kann man die. So, dann können wir ja hier nebenher noch den Krempel looten gehen, ne? Ist bei dir der Adler noch da oder ist er schon weg? Der ist weggeflappert. Okay, gut. Dafür kommt hier hinten jetzt ein Haufen von den kleinen Freaks angerannt. Ich habe nichts mehr. Ich hoffe, der Adler dankt es uns mal. Oh, ich habe ein Level up. Ah, ich noch nicht, aber gleich. Jetzt. Oh Gott, da kommen noch mehr. Hauptsache. Oh yeah, ah, ich liebe das Spiel. Ohne auf Scheiß. Jeden Fall. Du bist ich kann das nur jedem Herr der Ringe-Fan empfehlen. Ach, schön die Orks verknüppeln. Das ist immer das Beste. Ja, später kommen Wikinger, glaube ich. Wikingers? Ja. Aber die kann ich dann leider nicht mehr verhauen, das tut mir leid. Das ist so dann aus dem Spiel, aus gegen deine Prinzipien.
Das geht dann gegen meine Religion. Jetzt lernen wir einen Wald. Bist du ins Valhalla geschickt, wenn du stirbst? Genau. Stirb! Aber der Zwerg ist blockst du eigentlich langsam. Nö. Ich auch nicht. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Bei mir geht's nicht. Keine Ahnung, wie man blockt. Ich hau einfach nur frontal drauf. Einfach rein. Alter, hier vorne. Oh Gott. Viele. Oh Gott. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ich versuche alles zu tun. Und die Verzweiflung. Boah. Oh, die Alte ist schwer im Bedrängnis. So, ich bin mal. Oh, ich habe eine Errungenschaft freigeschalten. Ich noch nicht. Bäm! Stirb! Oh, wie lang braucht denn der? Der hat schon 10 Pfeile im Arsch. Da kommen noch mehr. Ah! Ich habe nichts mehr. So. Jawohl. Oh. Schön auf die Bootzeichen Bein abgehackt. Alter kranker Scheiß. Ja, klar. Ich glaube, jetzt kommt der Adler. Ich wusste es. Da ist er, da ist er, da ist er. Adler! Zack! Da kennt er nichts, gell? Hallo Vögelchen. Ich danke euch, Freunde. Ohne euer zeitiges Erscheinen wäre mein Tod langsam gewesen, aber unvermeidlich. Nichts zu danken. Wir spucken den Goblins gern in die Suppe. Aber wer bist du? Ich heiße Belaram. Meine Heimat liegt im Nebelgebirge. Und ich diene Gwaii hier, dem Herrn der Adler. Wem verdanke ich meine Rettung? Ich bin Eradan, ein Dunedain aus dem Norden. Und meine Begleiter sind Andriel und Farin. Dann stehe ich in deiner Schuld, Eradan von den Dunedain. Und in der deiner Freunde. Was hat dich nach Fornost geführt? Ich schweife oft weit über die Länder im Norden und sammle Neuigkeiten für meinen Herrn Gwaii hier. Als ich hier Aktivitäten sah, wurde ich neugierig und bin tiefer geflogen, um sie auszukundschaften. Was hast du gesehen? Goblins und andere fiese Wesen arbeiten in den Ruinen. Sie scheinen sich für den Krieg zu rüsten. Sie bauen Belagerungsmaschinen und tragen ein Waffenarsenal zusammen. Hast du irgendeinen Hinweis entdeckt, wer dieses Gesindel anführt? Ich habe einen großen Mann gesehen, in schwerer Rüstung. Die Goblins gehorchten seinen Befehlen. Wer er ist, kann ich nicht sagen, aber er verbreitete eine Aura der Furcht, wie einer, der vom Schatten verdorben ist. Agandar, er muss es sein. Kennst du diesen Mann? Er dient dem dunklen Herrscher. Wir müssen ihn finden und ihn vernichten, wenn wir können. Ich werde dir helfen, aber es ist gefährlich. Der Feind hat Kriegsmaschinerie auf der inneren Mauer aufgestellt. Sie hindert mich, frei fliegen zu können. Wenn wir es auf die Mauerkuppe schaffen, können wir vielleicht die Maschinen zerstören. Hinter diesen Türen findest du einen Gang und eine Treppe, die zur Mauer führt. Die Maschinen sind sicher gut bewacht. Wir haben kaum eine Chance, die Orks zu überrumpeln, wenn es nur einen Weg dorthin gibt. Ich schwinge mich in die Lüfte und lenke das Feuer auf mich. Wenn wir Glück haben, kommst du unbeobachtet oben auf die Mauer. So, dann lasst uns das machen. Also gut, gehen wir. Genau. So, warte mal, ich muss erst noch mal kurz gucken. Ich habe hier schon wieder unendlich viele Scheiße eingesammelt. Aber ich habe einen Helm, den ich nicht benutzen kann. The fuck? Warum nicht? Ach, Lehrmeister. Nur Lehrmeister. Wer ist denn hier Lehrmeister von uns? Ich weiß nicht, ich glaube sie. Die olle Lehrmeister, gell? Genau. Das ist aber übelst geil, die kriegt ja auch ihre eigenen Rüstungszeug und so, gell? Ah, wie können wir die... Achso, die rüstet sie sich selber auf wahrscheinlich, ne? Die rüstet sich selber aus, ja. Huch. Warte mal, ich habe eine neue Knarre gekriegt. Eine große Nordbohrkeule. Alter! Pick so. Die Ziege. Oh, Entschuldigung. Darf ich das überhaupt sagen? Natürlich.
Entschuldigung, ich frage immer vorher, sonst eigentlich, wenn ich mit Leuten. Wenn ich mit Leuten LPT mache, dann frage ich eigentlich immer, ob ich ragen darf oder nicht. Ja, natürlich. So, gibt ja auch Leute, weißt du, die haben sich dann immer so ein bisschen mädchenhaft. Ach, das sind Mädchen. Ah, die so. Keule ist wesentlich schneller, bilde ich mir ein. Gibt es auch Goldmünzen mal oder sowas? Ah, hier geht's auch hoch noch, gell? Oh, Norburg Kriegsschwert, wie geil. Das ist sowas für dich? Ja. Hast du auch eine neue Waffe? Achso, wir sind ja auch aufgestiegen schon wieder, gell? Oder? Ja. Ja, gell? So, sonst habe ich eh nichts Neues. Oh, ich habe hier ein Großschwert. Eventuell für dich. Ich skill mich auf Einhand Schwerter, glaube ich. Du skillst auf Einhand, ja. Aber war da nicht irgendwas? Nee, da sind keine Fußspuren. So, was mache ich denn jetzt? Ah, ja, ein bisschen aus dem Weg gehen. So, bin schon dabei. So, more damage. Ach, wo bist denn du? Ach, da bist du. Die Axt hast du auch rausgeholt, oder? Nee, wir haben da glaube ich immer unterschiedliche Sachen drin. Okay. Aber ich habe noch was für dich, warte mal. Ich habe dir eine Axt gegeben. Oh, danke. Und ich gebe dir mal das Ding, aber ich glaube, das wirst du nicht nehmen wollen. 37 plus 57. Die Axt ist sogar noch mal ein Stück besser als das andere Ding, was ich eben schon hatte. Oh. Zweihändiges Schwert. Nee, das nehme ich nicht. Boah, sieht cool aus, dein neues Schwert, was ist das? Ja, ja. Aber irgendwie klingst du gerade wieder, als sprichst du durch die Dose. Was ist da los? Echt? Muss ich wieder höher drehen? Jetzt dürfte sich's wieder besser anhören. Nee, du klingst gerade echt so, als würdest du in einer großen Halle sitzen. Ist dein Echo dabei? Nee. Ja, das ist, weil ich in einem offenen Raum bin. Ah, okay. Ja. Gut. Ah, hier gibt's noch was zum Kaputthauen. Wie hört sich's jetzt an? Immer noch. Immer noch, okay. Egal. Du weißt nicht, woran es liegt. Scheiß drauf. So, Low Quality war eh schon immer mein Motto. Minimaler Aufwand, maximales Ergebnis. Ja, genau so ist es. Hat man doch schon in der Schule gelernt. Genau, jetzt klingst du auch wieder normal. Jetzt klinge ich wieder normal. Ja. Wahrscheinlich, weil ich näher am Mikro bin. Oder, ey, warte mal, lass uns nochmal kurz da oben in die Halle kurz bitte reinlatschen, wo wir jetzt eben gerade drin waren. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass das einen Unterschied macht. Okay. Aber es wäre echt witzig, wenn das so wäre. Ja. Bist du schon wieder hier in der Kuppel? Jetzt bin ich wieder in der Halle drinnen. Und jetzt hast du wieder den übelsten Hall, als wärst du in irgendeinem riesigen Ach so, das liegt an dem Spiel, okay. Das ist interessant. Das ist ja echt witzig. Und jetzt rede ich wieder, jetzt ist es weg, oder? Jetzt ist es wieder ganz normal, ja. Ja. Sehr strange. Aber witzig. Jetzt hört sich auch die Aufnahmequalität wieder gut an, oder? Ja. Wunderbar. Das ist ja echt cool. Das war wieder so gedacht. So scheiße der Ingame-Chat auch ist, aber dafür ist er echt cool. Ach, hier gibt's ein Zeug, wo man. Wege. Hier ist auch ein Zeug, wo man handeln kann. Wo kann man da bitte handeln, ey? Na, bei mir steht da kaufen, verkaufen und nach Bre zurückkehren. Dann verkaufen wir mal. Ja, haben wir so viel Schrott. Verkaufen. So, weg. Weg. Das behalte ich mir mal erst. Weg. Unendlich viele Handschuhe. Weg.
Armbrust weg. So, was habe ich denn hier noch? Schuhe habe ich ja auch so viele, ey. Was kann man sich kaufen? Nur das, was man gerade verkauft hat. Nee, ein Schild. Hast du den anderen Krempel, den du unten hattest, auch verkauft hier? Die ganzen Schatztruhen und so? Muss ich dann schauen. Weil die kannst du auch verkaufen. Die sind extra dafür da. Ach, okay. Brosche, Armband. Malachit, eine Pfeife. Kannst du alles weghauen. Elbenstein der Stärke. Den hab ich auch. Ich glaube, das verkaufe ich noch nicht. Ah, das kann in ein anderes Ausrüstungsstück gesteckt werden. Das behalte ich mir mal. Den Elbenstein, ja, die kannst du behalten, ja. Huch. Oh, warte mal kurz, ich muss mal schnell mein Licht anmachen. Ich sehe meine Tastatur fast nicht mehr. Leuchtet deine denn nicht? Nein, ich habe nicht so eine super coole Ober-Pro-Tastatur. Ich weiß doch, ich verdiene doch noch keine Millionen mit YouTube-Money. Ja, das hast du dann mit 999 Abonnenten, da kannst du dann von YouTube leben. Da kannst du dich dann zurücklehnen und sagen, ich hab's geschafft. Da habe ich dann nur noch Blackjack und Nutten. Ja. So, wo gehen wir jetzt lang? Da hoch, wa? Da hoch, ja. Und dann aufs Gesicht weiter. So. Ach, wir haben das. Ja. Uns fehlt noch ein Geheimnis. Scheiße. Ah, das ist bestimmt ein Geheimnis von der Alten, weswegen wir es nicht gefunden haben. Wahrscheinlich. Du hast mehr. Ich habe insgesamt mehr Schaden. Ich habe auch. Nee, du hast sogar am meisten Schaden erlitten. Ja. Lol. Ich habe wenigstens. Die meisten Warum? Kills mit deinem Schlag. Wertvollster gefundener Gegenstand, haben wir beide gleich. Du hast am meisten getötet. Du hast am meisten Bargeld gefunden, ey. Bin auch ein ausrastender, geldgeiler Zwerg. Andrel hat noch kein Heilmittel benutzt. Wir 4, du 6. Ah, ich 6, du 4. Du hast Fähigkeiten benutzt. Ich weiß noch gar nicht, wie das geht. Ah ja, stimmt, du spielst ja mit dem Controller, das vergesse ich ja immer. Oh Gott, da kommen aber bestimmt noch hässliche Gegner, ey. Ja. Große Endboss-Gegner. Bogenschützen! Und zwar schnell. Belaram ist in Gefahr. Kann ich die Raben abschießen? Die Maschinen einfach von der Mauer stürzen. Nö. Nee. Ach, da oben ist ein Bogisch. Nee. Ist das einer? Ja. Wo? Ja. Nö, das sind keine Bogenschützen. Ach, nee. Aber hier auf dem Ding klingst du jetzt auch schon wieder so krass verheilt, ey. Ja, wahrscheinlich, weil wir, weiß ich nicht, auf einer Mauer sind. Genau, das ist Stein, da muss Hall hin. Ist ja nicht Steine alles mit Schaumstoffen machen Hall. Ausgefüllt. Genau. Bin wieder am Start, ja. Sodala. Ja, hier Katze. Oh, die sehen härter aus, mal. Ah, was ist das für eine Teufelei? Ein zaubernder Goblin! Oh mein Gott. Der muss Gott. Sterben. Der zaubernde Goblin muss sterben, wo auch immer der ist. Der ist hinten. Der da links ist er. Ich renn rein frontal, gell? Ich unterstütze dich mit Pfeilen. Ich habe ihn hier spalten, ja. Der steht zwar noch hier rum, aber der ist tot. Lol, voll der geile Bug. Der Tod soll euch holen! Mach mal die Bogenschützen, du bist unten zuständig. Alles klar, jo, das ist Plan. So, die habe ich mal erledigt. Aber die hängen hier voll darum. Oh, eine Schriftrolle wurde gefunden. Ah, Kriegsmaschine stoßen. Oh, zeig daneben gehauen. Alter, was ist da los? Wieso verfehle ich den denn die ganze Zeit? Auf dem Turm, Sprengpulver. Ach, da hinten sind auch noch welche. Ja, den hast du ja erledigt, wunderbar. Kraft ist bereits voll. An meine Seite.
kritischer Damage. So. Ihr sterbt vor mir, Dämonen. Haben wir jetzt hier alles? Ja. Jo, weit über die Brücke. Boah, hast du schon mal hier runter geguckt? Das ist da, wo wir vorhin gestanden sind. Echt? Wo wir hochgekommen sind, ja. Ah ja, gut gemacht. Auf jeden Fall. So. Achtung, da oben, das Dach stürzt ein. Wo stürzt hier ein Dach? Oh, jetzt wäre so ein Zauberer, Fuzzi. Au, 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 der macht aber auch perversen Damage, ey. Siegfried und Roy. Der macht. Warum macht denn der so viel Schaden? Das verstehe ich ja gar nicht. Wahrscheinlich, weil wir noch nicht viel Magieresistenz haben. Ich glaube, hier gibt es ja keine Magieresistenz. Noch nicht. Jetzt lernt ihr einen Duell. Kann ich mir nicht vorstellen. Willst du das Gerät runterschubsen, nee, oder soll ich das schon noch? Einsetzt, da hast du die Ehre. Alles klar, dann schubse ich. Das hast du noch in der Schule früher auch schon gemacht. Schubsen. Schubsen. Ah, ich muss ganz schnell E drücken. E drücken. Ach so, weg damit. Die Kriegsmaschinen müssen zerstört werden. Ja, ja, sie macht da wieder Stress, typisch. Wow. Aber die Olle ist auch irgendwie nur Support, gell? So richtig was Wertvolles macht die auch nicht. Nee. Unser Weg ist jetzt frei. Stiefel des Steinschleifers. So, jetzt habe ich ein Schild auch. Aber wenigstens supportet sie gut. Ja, da können wir zufrieden sein. Ja, ist dafür, dass es KI was, ist. Jetzt, warum habe ich denn jetzt ein Kurzschwert? Ich weiß nicht. Ach, ich kann nur entweder ein Dolch und ein Schild verwenden oder Einhandschwert. Ich verstehe es nicht, den Sinn, aber okay. Ich muss mich dem Willen beugen. Ich habe auch Beuge nur noch dich. Einen Heiltrank. Oh, ich habe 12. Willst du welche haben? Ja, bitte. Warte. Eben. Reichen dir 2 oder brauchst du noch mehr? Ich denke, das reicht. Aber warte mal, kommen wir. Wir sind ja hier. Wir sind ja unter uns. Da. Danke sehr. Bitteschön. Bleibt ihr in der Familie? Genau. In der deutsch-österreichischen Allianz, Freundschaft, was auch immer. Dieses Mal schießen wir, um zu töten. Oh, hier oben, da können wir mal ein paar noch. Mit dem Bogen, ne? Ah, ich habe ja noch eine Armbrust. Ich nehme wieder die unten, ja. Und versuch, dass du weiter in Ruhe schießen kannst, denn ich kümmere mich um die Jungs hier auf dem Ding. Boah, da kommen unzählige nach, ne? Ich schieß mal den. Jo, ich steh schon hier vorne mittendrin. So. Geht in diesem Lichtschein in Deckung! Ah, jetzt habe ich keine Pfeile mehr. Jetzt muss ich auch frontal mit. Na dann, go, go, wa? Am besten before gleich zu dem großen. Go. Genau. Wake me up before you go. Ach, das muss mal im Herr der Ringe-Film reingeschnitten werden. Schön wham. Alles muss zerhackt werden. Oh, da kommen noch mehr. Boah. Die halten noch einiges auf. Ja, okay. Echt wahr. Das hat die Alte mir den Kill geklaut, was ist da los? Report for Killstil. Oh, ich habe schon wieder eine Keule gefunden. Ne? Schild. Trinkhorn. Hast du auch ein Trinkhorn? Ich habe eins. Nee. Ich habe eine neue Keule, habe ich. Aber die ist wesentlich schlechter als das, was ich habe. Versuche ich noch mal ein Schild zu nehmen mit als die gute Axt, die ich von dir gesponsert bekommen habe. Wo ist das da jetzt für ein niedliches Schild? Das bringt nichts. Das bringt nichts. Also ich nehme das Schwert oder gar nichts. Okay, das ist ja komisch. So, wie lang ist denn der Part, glaubst du schon? Ich hab keine Ahnung. Ich war im Blutrausch. Ich
Ich bin ausgerastet. Ich kann dir nicht sagen, wie lange wir schon drin sind im Part. Ich würde einfach sagen, bevor wir durch dieses Tor schreiten. Durch das große, dunkle Tor. Ja, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ich sage danke fürs Zusehen. Tschüss, Leute. Ciao.